In diesem Film möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Filter Ihres Wärmepumpentrockners reinigen. Wir empfehlen, die Siebe nach jedem Trocknungsvorgang zu reinigen. Zugesetzte Siebe verlängern die Trocknungszeit. Beim Wärmepumpentrockner befindet sich das Flusensieb, wie beim normalen Kondenstrockner, im Gehäuse unterhalb der Trocknertür. Die Flusen lassen sich mit der Hand entfernen. Wenn Sie möchten, können Sie mit einem sauberen Tuch nachwischen. Anschließend wird das Sieb wieder eingesetzt. Wenn Sie schon einen Kondenstrockner hatten, kennen Sie diesen Schritt wahrscheinlich schon. Neben dem Flusensieb gibt es beim Wärmepumpentrockner noch den Wärmetauscherfilter. Der Filter ist so konstruiert, dass Sie ihn einfach reinigen können. Im Filter ist ein Vlies eingesetzt, das Flusen abfängt. Sie können das Vlies bei 30 Grad in der Waschmaschine waschen. Dann entfernen Sie mit der Hand oder einer kleinen Bürste die restlichen Flusen aus dem Sieb. Wenn nötig, kann der Flusenschacht ausgesaugt werden. Zum Schluss setzen Sie das Vlies wieder ein. Das war schon alles. Ihr Trockner ist jetzt bereit für den nächsten Einsatz.